Bravo, Boogie! Ich kenne mich nicht so aus, Dieter, aber Frage an dich, war das fehlerfrei? Jetzt kommt ein Jack Russell, mit Name Jimmy und sein Herrchen ist der Walter. eine Verweigerung! Zweite Verweigerung! Und die zweite Stange, ja? Anna Biegel Olani. Bravo, super. Der nächste Biegel gerade in der Ausbildung. Emi. Mit der Vanessa. Da bist du. Oh. Schon du das? Viele Kreative hat er noch, das ist ganz schwer für einen Hund. Ja, schaut gut aus. Und der nächste Nullfinger. Der nächste Starter mit seiner Bell. Und ich glaube, mit Applaus funktioniert es noch besser. Nein, nein, so geht es nicht. Nicht tragen. Der Hund muss schon selber laufen. Dieter, du gibst das Kommando. Hoppala! Bravo, Bell! Falsche Richtung! Einen riesen Applaus für den Dieter Hauenold und alle Aktiven rund um das Dog Sport Centers. Ebreichsdorf ist gleich am Anfang, wenn man von der Badung, also ins Rasino einfährt. Und für alle, die auch unter der Woche gerne mal im Rasino ihre Pferde besuchen, man kann dort auch ganz gemütlich Kaffee genießen und eine kleine kulinarische Speise zu sich nehmen. Aber Dieter, Frage, wenn man einen Hund hat, kann jeder zu dir kommen? Jeder kann zu uns kommen. Das Wichtigste ist, dass der Hund Spaß hat und dass das Hund das Fräulein hat. Das ist das Allerwichtigste bei uns in unserer Hundeschule. Das sind gute Vorzeichen. Bei uns geht es jetzt weiter mit den etwas größeren Vierbeinern, nämlich mit dem nächsten Rennen, ein Trabrennen. Aber wir werden die Truppe rund um Dieter Hauenold, rund um das Dog Sport Center Ebreichsdorf noch einmal sehen. Und Dieter ist jetzt ein bisschen höher. Ein Ochse sogar. Wie bei dem Pferd. Und den Slalom grandios. Ein grandioser Lauf, da wird noch eine Stange gerichtet und ich glaube, beim Slalom sieht man immer besonders schön, wie wendig diese Hufe sind und man sieht auch, wie sie auf den kleinsten Weg ihrer Besitzer reagieren, also wirklich eine ganz, ganz beeindruckende Vorführung, die wir heute hier sehen dürfen und wir dürfen jetzt auch gleich unseren nächsten Sportler vorstellen. Die nächste Sportlerin ist die Uli mit der Lilli, deutscher Riesenstarzer. Oh. Da gehen die Kippstange noch. Gut, gut.
Aber die Uli hat keine Kraft mehr, aber der Hund. Bravo. Also man sieht auch durchaus eine sportliche Herausforderung für die Besitzer, die da eine Frage habe ich natürlich an dich. Wir haben hier jetzt primär Rassehunde gesehen, aber darf man zu dir kommen, auch wenn man Mischling hat? Jeder ist willkommen, ob das ein Mischling ist, ob das ein Rassehund ist, ob das ein Hund ist vom Tierschutz, Heimschutz, ist. Alle Hunde sind bei uns willkommen. Und hier haben wir unseren letzten Teilnehmer, den vorletzten Teilnehmer, einen schwarzen Schäfer. Und wir sind gespannt, wer diesen Parcours angehen wird. Ein zweijähriger Hund, der noch in der Ausbildung ist, aber mit Leidenschaft dabei ist und hat die Sache richtig gut gemacht. Das halbwegs zu verstehen, so ein Parcours. Wenn man zweimal, dreimal in der Woche trainiert, braucht man circa zwei Jahre. Die Hunde würden es wahrscheinlich schneller verstehen, aber bis die Besitzer so weit sind, oder? Das Handicap ist immer da, der an der anderen Seite. Ja. Als letztes haben wir noch einen deutschen Schäfer, der ist zwei Wochen vor seinem ersten Turnier. Das sollte eigentlich schon recht gut funktionieren. Sehr gut, sehr gut. Gratulation. Bravo, bravo. Applaus für die vierbeinigen Athleten und für das Team rund um den Dieter Arnold. Und alle sind sie hier vom Golfsportcenter in Ebreitsdorf. Eine wirklich gelungene Tour. Dann wechselt also eben Simon Bridge nach außen hin und kann sich Attacke ein wenig verbessern. Ganz außen liegt Ugestein. Simon Bridge, immer ein wenig motiviert von Katharina Rabarikova, zieht da gleich mit Medipromat. Medipromat innen, außen Simon Bridge, dann Ugestein an dritter Position. Attacke nur noch viert platziert, dann sieht man Omnibus weiterhin an fünfter Stelle. Mitte der Gegenseite unverändert hier die Angelegenheit. Es führt hier weiterhin Medipromat. Medipromat mit etwa einer halben Länge gegenüber Sinan Bridge. Dann immer noch Abwaltung, Ugestein und auch Attack. An der Innenkante kann sich nur Herbern ein bisschen verbessern. Auch die restlichen Teilnehmer sind hier noch relativ gut dabei. Sinan Bridge fällt hier unglücklich zurück. Medipromat bleibt an der Spitze. Nun kommt allerdings die Attacke von Ugestein und auch von Attack. Und auch Arthur ist hier im Spitzentreffen. Medipromat gefordert. Ugestein hat einen Vorteil. Außen Ugestein. Dahinter warten noch Autor und Attack an der Innenkante Medipromat. Dann kommt auch noch Omnibus und an der Innenkante Diamond Falcon. Ugestein hat die Oberhand, hat die Spitze. Innen kommt dann allerdings Autor und dann Stenkus wieder. Ugestein an der Außenseite. Innen Autor mit dem Vorteil. Autor hat und dann Stenkus wieder bereits zwei, drei Längen gut gegenüber der Konkurrenz und der kann sich lösen, der hat die besten Reserven, der hat sich das Rennen vortrefflich eingeteilt. Der internationale Setlager in diesem Jahr geht an Programm Nummer 4, Autor vor Ugestein oder Programm Nummer 6, Omnibus, 4.7, Diamond Falcon. So, und jetzt ist es wieder soweit, der Parcours steht. Diesmal ist er nämlich ein bisschen schwieriger gemacht. Wir haben jetzt wieder unsere kleineren Hunde, die zeigen, was sie alles drauf haben, was für großen Stars sie sind. Und der Dieter hat gerade ganz interessant erklärt, der Schwierigkeitsgrad bei so einem Parcours liegt wo? Der Schwierigkeitsgrad bei diesem Parcours liegt beim Slalom Enken und bei der Wippe. Das sind zwei Zonen, wo es sehr, sehr schwierig sind für den Hund, da der Slalom nur von der rechten Seite Einfädeln kann und alle Stangen halt machen muss, sonst ist es eine Verweigerung, der muss wieder von vorne beginnen. Und in der Wippe sollte der Hund warten, bis der Hundeführer vorne ist, halt in der blauen Zone bleiben und dann geht es erst weiter.
Naja, dann würde ich sagen, Start frei für unseren ersten Sportler. Let's Fetz! Bravo! Eine beachtliche Leistung. Und hier haben wir Jack Russell. Der Jimmy legt los. Bravo! Die Ehrenrunde. So, da ist der nächste Starter ein Beagle. Bravo, hier null Fehlerpunkte, da freut sich das Frau und der Hund. Und hier wieder ein Shelty mit dem Dieter. Ein besonders schnelles Exemplar. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und jetzt kommt schon der letzte Starter, wieder ein junger Beagle, der noch in Ausbildung ist, aber seine Sache schon ganz fantastisch macht. Das waren ganz, ganz tolle, bis auf einen nur fehlerfreie.